ist wieder da. Und das bedeutet, es ist offiziell Vorweihnachtszeit. Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich so sehr freue, weil ich liebe einfach Wichteln und diese ganze Vorweihnachtsstimmung und Zeit und so, auch wenn ich noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung bin, obwohl ich jetzt schon Weihnachtsdeko aufgestellt habe. Ich weiß nicht, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Schreibt es mal in die Kommentare, ja oder nein. Aber nächste Woche gehe ich das erste Mal auf den Weihnachtsmarkt, vielleicht wird es dann so ein bisschen weihnachtlicher. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich drehe heute mal dieses Video für euch, weil Wichteln einfach so mit das Allerschönste an dieser Zeit für mich ist. Ich wichtel echt jedes Jahr mit meinen Freundinnen, das ist schon voll zur Tradition geworden. Und vielleicht macht ihr das ja auch irgendwie in eurem Freundeskreis oder in der Familie, Schule, wo auch immer. Und ja, ich würde sagen, wir legen los mit der ersten Idee. Oh mein Gott, Leute, dieses Teil ist einfach nur so cool, auch wenn es irgendwie voll lame aussieht, keine Ahnung. Das ist ein Zauberportemonnaie und oh mein Gott, Leute, dieser Mechanismus ist einfach nur so, so cool, ohne Witz. Also, ihr nehmt halt einen Geldschein und dann legt ihr das hier oben drauf, dann klappt ihr das Portemonnaie zu, dreht es um und macht es jetzt auf der anderen Seite auf und dann, tada, ist das Geld einfach hier so unter dem Gummizug und sicher versteckt. It's magic. Das ist einfach so ein cooles System und ich habe sowas zuvor halt auch noch nie gesehen. Und das Allerbeste ist, das hat irgendwie um die 3-4 Euro gekostet. Ich werde euch auch alle Sachen unten verlinken, wenn ich sie im Internet finde. Aber das finde ich ist einfach echt eine sehr, sehr süße Idee. Vor allem Jungs haben ja auch sehr, sehr häufig eher so kleine Portemonnaies, weil sie ja häufig keine Handtaschen mit sich rumtragen und eher so alles in den Hosentaschen verstauen. Ich weiß nicht. Und es sieht vor allem halt auch jetzt nicht irgendwie minderwertig aus oder so. Das hatte ich halt befürchtet, weil es gibt auch so Teile davon, die 70 Euro kosten, die Originale. Aber ich finde, das sieht halt auch mega schön aus. Es ist halt kein echtes Leder und der Mechanismus ist einfach nur mega cool. Ich könnte das echt den ganzen Tag machen. Was ich auch im Internet entdeckt habe und einfach nur so süß finde, sind diese Einhornpinsel. Und davon gibt es ganze Sets, die zum Teil einfach wirklich richtig, richtig günstig sind. Das ist jetzt zum Beispiel ein Set, das besteht aus 10 Pinseln, meine ich. Die sind alle für die Augen. Aber guckt euch mal an, wie wunderschön das einfach nur ist. Ich werde die selbst verschenken, aber ich würde sie am liebsten selbst behalten. Vielleicht bestelle ich die mir auch nochmal. Und sie fühlen sich halt auch echt richtig gut an und weich und halt jetzt auch nicht schlechter als irgendwie so Pinsel von Evelyn oder so, würde ich sagen. Und Leute, davon gibt es einfach so unglaublich viele verschiedene Sets. Zum Teil fangen die bei 99 Cent an und haben halt auch so dieses holographische unten und ich finde, das ist irgendwie was Besonderes als halt so ein normaler Pinsel. Eigentlich habe ich noch ein drittes bestellt, das war so ein Meerjungfrauen-Pinsel-Set. Werde ich euch mal als Bild hier einblenden, aber das ist irgendwie noch nicht angekommen. Aber ja, darüber würden sich, glaube ich, auch sehr viele freuen. Das nächste, finde ich, ist eine super praktische Idee, wenn ihr jemanden kennt, der halt gerne irgendwie so Instagram-Stories oder Snapchat oder sowas macht. Und zwar sind das diese kleinen Stifte, mit denen man halt besser auf dem Handy schreiben kann. Weil, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich mit dem Finger versuche, auf dem Display irgendwas zu malen oder zu schreiben, dann wird es meistens nichts. Und damit ist es halt so einfach und ihr könnt so schöne Effekte damit machen. Und vor allem, es gibt halt so, Sets, da sind irgendwie 10 Stück von den Dingern drin und die kosten dann zwischen 1 und irgendwie 5 Euro. Hier unten habt ihr so ein Stöpsel, sodass ihr den Stift halt an das Handy dran machen könnt, wenn ihr wollt. Und es gibt die halt in echt vielen verschiedenen Varianten und Ausführungen und so. Und vor allem funktionieren sie halt echt gut. Für wahrscheinlich eher Jungs ist das hier, finde ich, richtig cool. Und zwar ist das ein Keytool Utility Set, irgendwas heißt das. Das ist einfach so ein cooles Teil, Leute. Und zwar ist das sowas, was man einfach so über den Schlüssel machen kann, beziehungsweise an den Schlüsselbund. Und dann hat dieses Set sozusagen 8 verschiedene Seiten und Funktionen. Also man kann es als Pinzette benutzen, als Nagelfeile, als Flaschenöffner, als Schere und noch irgendwelche anderen Sachen, die hier draufstehen. Werde ich euch auf jeden Fall auch unten verlinken, falls ihr da mal genauer nachschauen wollt. Aber ich finde es irgendwie so mega cool, weil es echt klein ist und es ist sogar so ein Schraubenzieherteil hier. Irgendwie hat man so seinen kleinen Werkzeugkasten dabei. Dieses Teil hier, oh mein Gott, ich liebe das einfach so. Ratet mal, was das ist. Das ist ein Mini-MacBook-Spiegel. Ja, also es sieht halt echt haargenau aus wie eine kleine Version vom Laptop und es ist ein Spiegel. Braucht man nicht unbedingt, aber wenn man es hat, ist es cool. Dann eine Sache, darüber werden sich, glaube ich, Mädchen und Jungs freuen, wenn sie sowas noch nicht haben. Nur halt vielleicht Jungs in einem anderen Design, keine Ahnung. Das sind so Mini-Portemonnaies. Also da passt eigentlich wirklich nicht so wahnsinnig viel rein, außer vielleicht der Perso irgendwie und ein bisschen Geldscheine. Aber sowas ist mega praktisch, wenn man irgendwie abends feiern geht oder sowas und nicht seine ganze große Handtasche mitnehmen möchte oder überhaupt keine Tasche mitnimmt. Und das ist halt flach und klein und sowas haben viele Leute noch nicht, weil meistens hat man ja ein größeres Portemonnaie. Und die haben gekostet jeweils 4,90 Euro und ich habe die bei Accessorize gefunden. Das ist so ein Schmuckladen eigentlich, aber die haben auch ganz viel anderen Kram, der zum Teil
richtig nutzlos ist, aber richtig cool. Ja, und die fand ich irgendwie echt süß. Das nächste, oh mein Gott, ich fand das einfach so cool. Das habe ich auch in demselben Laden gefunden. Aber ich glaube, sowas kann man auch im Internet bestellen. Das sind einfach Kellogg's Lip Balms. Die gab es in richtig vielen Geschmacks- bzw. Geruchsrichtungen. Ich habe einmal Frosties und Fruit Loops. Aber es gab auch noch sehr viel mehr. Also falls ihr jemanden mit einer Labello-Sucht kennt und diese Sucht unterstützen wollt, dann ist das echt das richtige Geschenk, glaube ich. Dann, was ich selbst mal geschenkt bekommen habe, ich glaube sogar in zwei Tauschpaketen, sind diese Mini-Makaron-Döschen. Und die sind so praktisch. Erstens, die sehen mega cute aus, halt wie kleine Makronen. Aber sie sind halt wirklich richtig praktisch, weil ihr hier so kleinen Schmuck, wenn ihr irgendwie verreist oder sowas, reintun könnt. Oder einfach so zur Aufbewahrung oder was auch immer ihr Kleines transportieren wollt. Kleine Ringe oder Ohrringe oder Armbänder oder sowas. Und dann ist alles schön sicher verstaut und die sind auch nicht teuer. Und wenn man das ein bisschen persönlicher gestalten könnte, könnte man ja irgendwie so 5 kleine Sprüche oder 5 Mini-Gutscheine oder sowas in die Döschen jeweils reintun und wenn die Person die dann öffnet, dann hat sie nochmal eine zweite Überraschung. Was auch ein bisschen in die Richtung geht, ist es zum Beispiel jetzt, so eine richtig coole Gesichtsmaske zu verschenken. Die kosten tatsächlich 5 Euro pro Stück. Also ich habe noch so eine hier gefunden, die gibt es bei Douglas. Und die sehen einfach aus, der hier wie ein Panda und der wie, soll das sein, ein Seehund oder so, glaube ich. Und dazu könntet ihr der Person zum Beispiel noch einen Gutschein schreiben, zum Beispiel über einen Beauty-Spa-Abend oder so. Und das muss ja auch nicht teuer sein, ihr könnt dann einfach irgendwie einen Tee machen und einen DVD-Abend und ihr macht die Masken zusammen und verbringt halt einfach einen schönen Tag, weil ganz ehrlich, sowas ist eigentlich immer das Allerschönste und da kommt, finde ich, kein gekauftes Geschenk dran. Und ganz ehrlich, etwas, worüber ich mich einfach immer, immer freue, wenn ich sowas bekomme, ist ein Bild, ein Foto mit Bilderrahmen. Das habe ich letztens Henrik geschenkt, der hatte nämlich Geburtstag. Und der Bilderrahmen ist von DM, der hat irgendwie um die 3 Euro gekostet und die Fotos könnt ihr ja sofort von eurem Handy ausdrucken. Die haben da ja diese Sofortdrucker und das kostet auch nur irgendwie 20 Cent oder 30 Cent pro Foto. Ja, also auch unter 5 Euro. Und auch da könntet ihr zum Beispiel auf die Rückseite vom Foto irgendeinen Spruch dazu schreiben, irgendwas, was ihr halt der Person wünscht oder so. Oder ihr druckt einfach mehrere Fotos zur Auswahl aus und tut die alle hinten rein. Und vor allem, man ist doch irgendwie immer zu faul, um Fotos wirklich auszudrucken. Und wenn das dann jemand für einen macht, dann freut man sich irgendwie umso mehr. Wenn ihr jemanden kennt, der genauso eine Eissucht hat wie ich, dann könntet ihr vielleicht sowas hier verschenken. Ich habe das Set jetzt, glaube ich, in meinem Euroladen gefunden. Wirklich für 1 oder 2 Euro. Aber die gibt es auch überall mittlerweile. Und damit kann man halt selber Eis machen und da würde ich jetzt, um es persönlicher zu machen, irgendwie noch so ein Rezept für 1, 2 DIY-Eissorten oder sowas reinschreiben und halt dazu tun. Vielleicht, wenn das Budget sogar ausreicht, könnte man noch irgendwie die Zutaten dazu kaufen und mit verschenken und dann ist die Person sozusagen gezwungen, das auch auszuprobieren. Ja, Hauptsache man zwingt die Leute dann, ihre Geschenke zu benutzen. Sehr gute Idee. Aber ich habe selbst so ein Set zu Hause und habe das schon so häufig gemacht. Ich habe sogar 2 Videos dazu auf meinem Kanal und das ist einfach immer lecker. Ob im Sommer oder im Winter, ich mache das eigentlich das ganze Jahr über, weil ich Eis einfach echt gerne mag. Wenn ihr dann noch jemanden kennt, der Kaffee gerne mag, dann ist das hier vielleicht eine coole Idee. Und zwar ist das eigentlich für Cappuccino gedacht, also wenn man halt Milchschaum aufgeschäumt hat, sind das so Schablonen, über die man zum Beispiel Kakao so drüber streuen kann und dann hat man auf dem Kaffee halt ein Herz oder ein Smiley oder das, was hier drauf steht, Pause, Kaffee. Also die gibt es auch wirklich in 1 Million verschiedenen Ausführungen, aber das Set kann man dann halt auch noch so zusammenfalten und dann immer nur das, was man gerade braucht, halt rausziehen. Würde ich aber auf jeden Fall nur einer Person schenken, von der ich wirklich hundertprozentig weiß, dass sie ständig Cappuccino oder Milchschaum oder sowas trinkt, sonst ist das Geschenk irgendwie sinnlos. Dann wollte ich euch unbedingt noch das hier zeigen. Ich fand das so süß und zwar sind das Emoji-Page-Marker. Ich habe sowas echt noch nie gesehen und ich habe schon viele, viele Page-Marker gesehen. Und falls ihr jemanden habt, der halt gerne so Stationery-Kram mag, dann ist das, glaube ich, ein gutes Geschenk. Eigentlich wollte ich euch dazu noch so biegsame Stifte zeigen, die ich im Internet bestellt habe, aber auch die sind nicht angekommen. Das wäre auf jeden Fall dann ein cooles Set, so um jetzt nicht nur die Page-Marker zu verschenken. Und wenn wir dann schon bei Sachen sind, die leider noch nicht angekommen sind, ich wollte euch eigentlich auch noch ein Selfie-Licht zeigen. Also wenn ihr jemanden habt, der halt gerne Fotos macht, auch Selfies und sowas, dann gibt es so für 3, 4 Euro im Internet so diese Selfie-Lichter und die sollen halt auch wirklich sehr effektiv sein. Und was ich auch ganz cool fand, was sich auch für Mädchen und Jungs halt eignet, ist so ein faltbarer Handyhalter. Die sind ganz, ganz klein, sehen auch wirklich unscheinbar aus, aber die halten halt das Handy mega gut und falls ihr irgendwie kein Popsocket habt oder sowas, dann ist das vielleicht eine coole Alternative, die auch günstig ist. Okay, das waren, meine ich, die 15 Ideen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr wichtelt. Und vor allem, ich würde super gerne auch ein Weihnachtsgeschenke-Video abdrehen.
Aber ich weiß nicht, bis wie viel Euro die Geschenke gehen sollen. Also vielleicht so bis 20, habe ich gedacht. Oder bis 25 oder bis 15. Könnt ihr ja einfach mal abstimmen jetzt in dieser i-Funktion. Und ich lasse euch jetzt noch meine letzten Videos hier und auch das Wichtelgeschenke-Video aus dem letzten Jahr. Das findet ihr unten in der Infobox, falls in diesem Video noch keine gute Idee für euch war, was ich nicht hoffe. Aber wer weiß, that's life. Ja. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Verschenken und beim Wichteln und in der ganzen Vorweihnachtszeit. Und ich hab euch lieb und ciao.